Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Legends auf Eisenwald. Ja, ich habe ja gesagt, wir gehen hier runter und werden dieses Gebiet mal erkunden. Sagt mal. Wartet mal kurz. Willst du mit uns sprechen, oder? Albrecht? Sag mal, ein Kreuz. Moment. Was? Geisterturm? Den haben wir noch gar nicht im Angebot. Eieiei, da gibt es noch vieles. Ne? Geisterturm. Was wollte ich denn sagen? Ja, die Höhlenmühle, die haben wir. Und den Präparator aus Brandenburg, den nehmen wir jetzt. Vor kurzem war ich in Osten, in Brandenburg. In Langstelle und Wittenberg reden die Leute nur noch von einem gewissen Klaus, dem Präparator. Er soll ein Jäger gewesen sein und gut im Ausstopfen von Tieren. Aber dann hat er gemerkt, dass die Jagd auf Menschen ihn weit mehr einbringt. Ein Händler schwor bei Gott, dass er einen Monat lang als Gefangener mit Klaus Bande verbrachte, bis seine Verwandten ein Lösegeld zahlten. Normalerweise nimmt der Präparator kein Lösegeld an, also hat der Händler großes Glück gehabt. Er sagt, wenn Klaus jemanden erschlagen und ausweiden will, dann sagt er immer erst, die Größe ist ordentlich und die Farbe passt. Und das sagt er auf so furchterregende Weise, dass dem Händler einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Na, und jetzt? Jetzt soll dieser Präparator hierher unterwegs sein? Offenbar ist er auf der Flucht vor dem Fürsten von Brandenburg nach Süden. Erst wurde er in Potsdam gesehen, dann in Jüterbog. Und jetzt sagt er, er war in Langstelle. Das bedeutet, er hat bereits die Elbe überschritten. Bald wird er in Trever erreichen. Oh Gott, behüte, nein! Eieiei. Müssen wir gegen einen Präparator zu Werke gehen? Den haben wir jetzt auch in den Notizen, ne? Den Klaus, den Präparator. Okay. Könnte also auch eine Queste werden. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. So, wir gehen aber jetzt hier runter. Und statten mal hier der Burg einen Besuch ab, oder? Hallo? Grüße? Burg Untiefe. Manche sagen, vor langer Zeit sei Burg Untiefe durch Hexerei vom Grund des Sees emporgestiegen. Vielleicht rührt daher ihr Name, wer weiß. Tatsache ist aber, dass alle, die versucht haben, die Burg zu belagern, in den Tiefen des Sees ein jähes Ende fanden. Ja, die ist natürlich toll gelegen, ne? So gegen Angriffe. Könnten wir die nicht irgendwie einnehmen? Scheint nicht zu funktionieren, ne? Ansonsten sind hier Wachen. Und hier ist ein Wachturm, aber da ist noch eine Mühle. Schauen wir mal in die Mühle. Nämlich in die Südmühle. In der Mühle soll ein spitzbübischer Geist wohnen. Wirft Sand ins Mehl und bringt den Müllerssohn dazu, den Schmied in den Steiß zu beißen. Nur der grauhaarige alte Müller kann den Hund kontrollieren. Er bestraft die Streiche des Geistes nicht, denn der Geist sorgt dafür, dass weder Feuer noch Wind noch anderes Unglück die Mühle bedrohen. Das ist ein netter Geist, ne? Ein furchtbar netter Geist. Ja, nee. Ja. Oh. What's that? Nee, wir sind voll. Wir sind voll, aber wir bräuchten irgendwelche Einnahmen. Ne? Das wäre natürlich toll. Um nicht zu sagen, das wäre supi.
Kleinzenke. Hier lebt eine tumpe Türin. Also eine dumme Türin. Sie glaubt, der heilige Michael habe ihr befohlen, jedem Mann beizuwohnen. Eieiei. Nur die Frommen können widerstehen und Augen und Geist auf den Herren richten. Manche glauben, ein Schmied habe sie hinters Licht geführt. Die Männer im Dorf stört ihr Treiben nicht. Und den Mädchen geht es gut, denn die Männer bringen ihr Gaben mit. Ja. Okay. Armes Mädel. Sag ich mal jetzt so. Ich meine, ich sag jedem beiwohnen, ne? Jedem. Jedem. So, du hast Rüstung an, du hast keine an, du bekommst ja auch keine, wie immer. I understand. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Ja, das ist ja schön, aber... Nee. Nee, das geben wir dann jetzt doch nicht aus. Der Name der Burg Abhang stammt daher, dass sie in der Nähe des Steilhanges liegt. Ihre Einrichtung zeugt nicht von überragenden Reichtum, doch der Blick von hier ist einmal. Wir können die Burg belagern. Hat die irgendeinen Wert? Wir sollen herausfinden, was besiege Piemont und Abhang. Achso. Um was geht's da nochmal? Findet sich im Krieg. Aha, ja. Vernichte all ihre Truppen und nimm die Burg. Jo, wenn wir schon mal eine Burg hätten, wäre ja nicht das Schlechteste, ne? So, was haben wir denn hier? Na, nee, das schaffen wir nicht. Schaut mal hin. 1, 2, 3 Bogenschützen. Und die da vorne sehen auch nicht allzu schlecht aus. Nee, den sind wir nicht gewachsen. Man, jetzt schon wieder. So, den sind wir nicht gewachsen. Erstmal. So, wie sieht's aus? Also, das wäre... Moment mal. Besiege Piemont und abalabalabubum. Ach, den hier. Echt? Ja. Und was ist mit dem Werwolf hier? Der ist hier. Aha. Ja, wir schauen nochmal hier hin und dann gehen wir hier so rum, ne? Ja, den sind wir echt noch nicht. Was denn jetzt? Hier da. Ja, seid ihr? Ja, woher kommt ihr denn? Ich bin Leonard Rotjäger, ein fahrender Ritter. Und ihr, soweit ich sehen kann, seid alles andere als gastfreundlich. Verzeiht meine Unhöflichkeit, Leonard. Für mich zählen Taten, nicht Worte. Wenn ihr euch im Kampf beweisen könnt, wäre ich euch ein ausgezeichneter Verbündeter. Ihr seid ein fahrender Ritter und das heißt vermutlich, dass ihr euch eine Gelegenheit, etwas Geld zu verdienen, nicht entgehen lasst. Helft mir gegen den Wassergeist, dann gehört alle Beute, die wir finden, euch. Der Wassergeist? Der verdammte Jäckling von Kleinsee. Er wird so genannt, weil seine Burg mitten in einem See liegt und die Schatzkammer der Burg ist riesig. So verlockend das klingt. Ich bin doch aus einem anderen Grund hier. Ich hörte, dass die Leute des Landgrafen Enderling in Trever eingefallen sind. Sollt ihr euch nicht gegen sie erheben? Oh, das mag wahr sein. Und wagt es nicht zu glauben, dass ich meine Pflicht vergessen hätte. Eher vergesse ich das erste Mädchen, das ich nahm, als meinen Eid, aber... Verdammter Wassergeist! Er hat mein Schicksal durch den Dreck gezogen und das lässt sich nur mit Blut abwaschen. Helft mir, Kleinseens Truppen zu vernichten und seine Burg einzunehmen, dann kann ich meine Truppen gegen Enderlin schicken. Okay, machen wir. Großsenke. Aha, eine solche. Hatten wir die schon mal? So, nee, angreifen. Was angreifen? Was sind nochmal der Grund der Feindseligkeiten? Ich mach mir nichts aus Profit. Mir steht der Sinn nach kostbarer.
Ich konnte Jacqueline nie leiden, aber seine älteste Tochter, die ist ganz anders als er. Ein empfindsames, gütiges Wesen. Als ich sie zum ersten Mal traf, habe ich mich auf der Stelle in sie verliebt und ernsthaft um sie geworben. Natürlich war Jacqueline zuerst dagegen, vermutlich aus Verachtung für meinen mageren Wohlstand, aber ich ließ mich nicht beirren. Und das Mädchen war mir durchaus zugetan. Andererseits hätte wohl jeder normale Mensch das Zusammenleben mit dieser vertrockneten Wicht satt gehabt. Endlich lenkte Klein C ein und er versprach uns die Verlobung. Aber dann brach er sein Wort und gab seine Tochter einem von Fichten, gegen ihren Willen natürlich. Er nutzte begierig die Chance, ihr Glück gegen Gewinn einzutauschen, indem er sie eine Bande von Lügnern und Dieben übergab. Ob ich ihm das je vergeben kann? Sein Wortbruch und das zerstörte Leben der Frau, die dem hätte meiner hätte werden sollen, niemals. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich Jacqueline vom kleinen See auf den Grund seines Sees geschickt habe, wo er hingehört. Ja, aber du bist damit ja auch den Vater deiner Geliebten, bringst du doch damit um, oder? Ist doch so, oder? Ja, was machen wir? Sagt's an. Was heißt hier angreifen? Heißt es ihn angreifen? Frag nochmal nach seiner Familie vielleicht. Ich bin kein Mann vieler Worte. Unsere Familie ist wie das Land in unserem Besitz. Rau und grimmig. Oder bist doch ein Mann vieler Worte. Ich bin kein Geizhals oder Grämer. Wie schon meinen Vorfahren bedeutet Tapferkeit mir mehr als Reichtum. Wisset ihr, wie meine Brüder und ich uns in jungen Jahren die Zeit vertrieben haben? In mondloser Nacht traten wir bei pechschwarzer Dunkelheit an den Rand einer Felswand, und zwar so nah wie möglich. Und dann begann der Wettstreit. Wer wagte sich noch einen Schritt vor und noch einen? Wer zuerst zurückwich, hatte verloren. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie einen Schritt zurückgewichen. Sollen diese alten Eunuchen wie der Wassergeist ruhig den ganzen Tag über ihr Silber zittern und den Kampf fürchten? Ich bin aus einem anderen Stoff. Dem Herzen folgen und dem Tode trotzen, so muss ein Mann ein Ritter leben. Ja, mag sein. Aber so, Uno? Ja, wir greifen doch den jetzt nicht an. Ich denke, wir wollen mit dem jemanden anderen angreifen. Warte mal. Wir machen es. Wartet mal. Burguntiefe, ne? Das ist doch das Ding, oder? Oder wartet mal, was ist denn eigentlich da auf dem Friedhof? Gibt es da irgendwie noch irgendwas Verrücktes? Vielleicht Untode? Hier könnten wir durchlaufen, aber für was? Ne, wir gehen mal hier rauf. Und hier rauf. Und hier rauf. Und was ist denn das hier? Moment, da ist ja wirklich noch ein Dorf. Gümpel! Die jungen Frauen des Dorfs glaubten, ein Bad im See im Morgengrauen würde sie schöner werden lassen, aber stattdessen blieben sie bis zu den Knöcheln im schlammigen Wasser stecken und ernteten nichts als schmutzige Gesichter. Und deswegen heißt es den Gümpel, oder was? Ist ja verrückt. Okay. Ja, hier gibt's, um ehrlich zu sein, nix. Sollen wir wirklich mal zu dieser Burg nochmal rein und... Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ja. Was wir dann machen? No. Oh. Oh. Ja, jetzt könnten wir die Burg belagern, ne? Probieren wir's mal. Euer Gnaden, alles bereit. Sollen wir mit dem Angriff beginnen? Klo. Wirklich, ne?
Jetzt haben wir die zwar schön belagert, aber... die sind uns... die sind uns dann doch... Moment, wir haben... Oh, wir haben jetzt Tribut. Immerhin, nur was soll's, ne? Ja, da könnten wir uns mal rantrauen, ne? Obwohl, es sind auch viele. Zwei Bogenschützen dazu. Nee, trauen wir uns auch noch nicht dran. Trauen wir uns noch nicht dran. Na, noch nicht. In Kürze. Ja, ja. Die Patrouille da. So, was haben wir hier noch? Können wir noch Tribut eintreiben. Mhm. Ja, war vielleicht keine gute Idee, aber jetzt haben wir es nur einmal. Ne? Ja. Also wir schauen mal kurz. Jetzt ist es auf alle Fälle so, dass wir hier rauf könnten wir nochmal. Ne? So, wohin gehen wir jetzt? Ja, sollen die da drüben erstmal machen, was sie wollen, ne? Wir haben uns erstmal Feinde gemacht hier. Wir machen uns ja auch noch mit denen hier Feinde und dann hätten wir das ganze Gebiet hier. Und vielleicht ist uns ja, schließt der sich ja uns an, dieser Ritter dann, ne? Wäre ja nicht schlecht. Wir gehen dann, ja wohin? Wollen wir erst hier? Nee, ne. Wir gehen hier rauf und schauen uns hier ein bisschen um. Würde ich mal behaupten. Ja, ich weiß. Aber wir haben das Tribut. Wir haben den Tribut bekommen. Oh, halt, Moment mal. Boah, die sehen aber gefährlich aus, ne? Das kostet uns jämmerlich. 100 Pro. Kostet uns richtig Geld. Was? Hört zu, ehrbare Leute, ist Rewe hier der Ort, wo der berühmte Meister Klotgard lebte? Nun ja, manche sagen, er lebte heute hier, noch hier, aber warum fragt ihr? Ja, wenn er wirklich so lange gelebt hat, muss er viele Musikinstrumente gefertigt haben. Und was, wenn? Was, wenn ich so ein wundervolles Instrument wie dieses bekommen würde? Ich weiß, ich könnte es gegen eine stattliche Summe Goldes verkaufen, eine wahrhaft stattliche Summe, aber wie könnte ich es kaufen, diese Geige, die er für 100 Jahre gemacht hat? Wo ist denn die hingeraten? Nun ja, für die kommt es leider ein wenig spät. Ein anderer gieriger Mann hat sie in die Finger bekommen und damit viel Unheil angerichtet. Hä? Viel Unheil? Viel Unheil mit einer... mit einem Spielzeug? Musikalisch? Oh, ja, das war so. Es war einmal eine Bande, darin waren 7x7 Schurken und ihr oberster Anführer. Insgesamt eine halbe Hundertschaft. Jeder 7er Bande wurde von einem Raubritter befehligt. Aha. Und ihr oberster Anführer besaß die magische Geige von Meister Klotgard. Sobald er auch nur ihre Saiten berührte, sank das umliegende Land in einen tiefen Schlaf. Die Schurkenbanden fielen in die schlafenden Städte und Dörfer ein und plünderten sie aus. Doch als sie nach Rotwald kamen, fanden sie ihren Meister. Dies trug sich vor dem Tod des schlaflosen Grafen zu und so konnte ihm der Zauberschlaf nichts anhaben. Er verfolgte sie und nahm alle 50 gefangen. Ein Priester wurde gebracht, der sie bat, ihre Sünden zu bereuen. Das taten auch alle bis auf jeden 7. Mann. Alle Schurken wurden für ihre Verbrechen gehängt. Die 7 Reuelosen... Sünder begrub der schlaflose Grab auf seinem Grund und Boden in einsamen Gräbern in der Ödnis. Jetzt reitet die Kavalkade der 7 toten Reiter Nacht für Nacht an der Seite des Grafen. Die Reiter töten alle, die sich dem Grafen in den Weg stellen, und so reitet er ohne Unterlass. Darum gibt es keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten, um ihn in die Augen zu blicken. Interessant. Ich habe gar nicht erzählt, was mit dem Anführer geschehen ist und mit der Geige.
So, das ist nun wieder eine ganz andere Geschichte. Und ich weiß nicht viel darüber, aber vielleicht kennt sie jemand anderes. Es gibt viele Menschen auf der Welt und alle haben ihre eigenen Geschichten. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. So, ich treibe mal ein bisschen Tribut ein, ne? Und sag für heute Ciao, ciao.